So, das heißt, die Helden, da haben wir tatsächlich You See What You Get, beziehungsweise wenn man die Zusatzbox hat, kann man das alles sich so bauen, wie man möchte. Was wir nicht wissen, ist, wie das aussieht, was hier drin ist. Genau, also im Normalfall. Also da ist die Community natürlich schon gespoilert. Also was da drin ist, das haben wir auf der Kickstarter-Seite gezeigt. Aber davon gibt es 21 Encounters und wie die anderen Monster aussehen, das weiß im Zweifel, weiß man das nicht. Okay. Wir lüften mal für Das mich zumindest das Geheimnis. genau. Oh, ich habe die Illustration zumindest gerade schon gesehen. Aber ich habe tatsächlich unterschätzt, wie groß die Miniatur ist. Ich stelle mal die Box beiseite. Ja, manche Leute nennen es liebevoll auch Bigature. Ja. So, die Bigature. Ich kenne das nur von Weta Workshops, die ihre Miniaturen so nennen. Ja, das ist meine Ratte. Die ist groß und fies. Genau, das ist die Broodmother mit ihren kleinen Rattling-Minions hinten drauf. Das gehört noch dazu. Da müssen wir uns leider auch noch drum schlagen. Okay. Findest du nicht, dass das schon reicht? Ich Ja, weiß nicht. es wird schwierig genug eigentlich. Ich fühl mich schon ausreichend bedroht. Die sieht nicht aus, als wäre sie gut gelaunt. Okay, das ist mehr oder weniger das, was sie auf dem Rücken hat, nur alles auf einzelnen Bases, große Ratten. Genau, also die starten nicht alle zum Beginn des Encounters, sondern kommen nach und nach durch die Fähigkeiten der Ratte, der Blutmann mit aufs Spielfeld. Okay. Ach, die ist noch, kann sein, dass sie getaped ist, dass sie mit Ich suche gerade. Tesafilm so Ah, zugetaped hier. ist. Klar, ich habe die Seite gefunden, wo sie getaped ist. Genau. Dann können wir jetzt die Ratten bereit machen. Ups, ich habe die Bombe Genau. angedutscht. Wo haben wir denn den Aufbau herbekommen? Der war auch in der App. Der Aufbau ist meines Wissens tatsächlich auch in der App. Daneben haben wir ein Encounter-Book. Und da kann man für jedes Kapitel einfach aufschlagen und dann ist da genau erklärt, wie man den Encounter aufbaut. Die Bäume, die sind jetzt aus dem Terrain-Pack. Da gibt es auch noch Häuser und Mauern. Das heißt, je nach Encounter sieht das auch vollkommen unterschiedlich auf dem Brett aus. Okay. Und wenn man das Terrain Pack nicht hat, dann gibt es Genau, Overlay-Material. Okay. dann sind das Overlays. Wir starten schon mit drei kleinen Ratten auf dem Spielfeld. Unglücklicherweise hatte sie schon ein paar mit dabei. Das ist jetzt, also klein ist ziemlich relativ, finde ich. Wenn die mal zum Beispiel mit unserer Waldläuferin Ja. vergleicht. Ja. Aber es ist tatsächlich alles auch in Proportionen immer gestaltet. Also der Tobi, der das alles designt hat, der hat darauf geachtet, dass der Baum dann auch wirklich wie ein Baum neben der Figur aussieht und dass die Ratten hier genauso groß sind wie auf dem Rücken und so weiter. Jo. Gut, dann würde ich sagen, es ist jetzt an der Zeit, rauszufinden, wer wann dran ist. Schritt 1. Wie ist eigentlich die Reihenfolge der Aktivierung? Ja, also wie eine Runde aufgebaut ist, da sind erst die Oathsworn dran und danach ist der Encounter dran, also ist die Broodmother dran in dem Fall. Und danach gibt es so eine Art Cleanup-Phase, wo man die Ressourcen refresht und gegebenenfalls Karten wieder aufnehmen kann. Also das ist so grob die Reihenfolge. Erst die Helden, dann die Ratte. Es sei denn, man wird geambusht, dann würde der Encounter zuerst starten, und das ist glücklicherweise im Storytelling nicht passiert. Genau, also wir sind gut weggekommen. Wir haben ihnen einen Hinterhalt gestellt. Genau. Wir waren schlauer als Ratten. Was gar nicht so einfach ist. Ich meine, wenn man sich die anschaut, wenn die so groß sind, ja, dann, ich Ja. glaube, die verdrängen uns irgendwann von der Erde. Gut. Ich komme noch mal ganz kurz zu dem Player-Setup zu sprechen oder zurück. Wir spielen den Warbear und den Ranger im großen Layout. Das bedeutet, wir benutzen hier unsere Ability Cards. Jeder von uns hat 7 Ability Cards auf der Hand. Plus die Ausrüstungskarten, also einmal Rüstung, einmal Waffe. Muss es auch bei dir sein. Und damit steuern wir unsere Figur und die werden, das erkläre ich aber gleich noch, um das Encounter-Brett herum rotieren quasi. Das repräsentiert den Cooldown-Mechanismus. Im Gegensatz dazu werden wir den Priester und den Exile über diese Companion Cards spielen. Das heißt, es ist wesentlich weniger aufwendig. Exakt, genau, das sind wir nennen die Animus. Ja, Animus, eine Ressource, die verwendet wird, um Fähigkeiten zu bewegen und zu aktivieren. Exakt. Ganz genau, das ist das. Und von den Companions hat jeder 2 Animus. Das sind quasi 2 Aktionspunkte. Und damit kannst du eine von diesen 3 Aktionen aussuchen. Das heißt, du kannst entweder dich bewegen, das sind dann immer bis zu 4 Felder, oder du kannst angreifen,
oder du kannst eine deiner Fertigkeiten benutzen. Die Fertigkeiten für die Companion findest du auf diesen Archetype-Archetyp-Karten. Da sind auf jeder Seite zwei. Du kannst sie zu jedem Zeitpunkt kannst du die drehen. Du kannst nur nicht zweimal die gleiche benutzen. Ja? Mhm. Also im Idealfall hat man das so ein bisschen im Hinterkopf, was der Charakter grundsätzlich kann. Ich greife da ein bisschen unter die Arme jetzt. Und dann kannst du einen Animus spenden, also ausgeben, um halt die jeweilige Fähigkeit zu aktivieren. Okay. So steuern wir den Companion. Also der Priester hat auf beiden Seiten das verzweifelte Gebet, das Desperate Prayer. Genau, mit dem man uns heilen kann, was meinem Exile hier schon wirklich zugutekommen würde. Ich starte nämlich mit 4. Dann machen wir das als erstes, wenn er dran ist. Und dann kann er auf der einen Seite entweder, also das eine wäre dem Gegner, aber wenn das Ziel Lebenspunkt verliert, erhält man ein Schild und einmal neu würfeln. Mhm. Und das andere ist ein Buff für alle Verbündeten in Reichweite. Ja, so ein Support-Character, der aber gleichzeitig auch gut tanken kann. Ja, wir hatten doch vorhin Waffen gekriegt. Ja, die habe ich dir wieder abgenommen. Ja, hat ein bisschen was damit zu tun, dass die aus dem 5. Kapitel sind, statt aus dem 1. Das hat ein bisschen was mit mir zu tun. Ah. Genau, das muss ich begleichen. Welche Gegenstände kriegen wir dann? Ich glaube, die Starting-Items, die werden uns ausreichend helfen. Okay, und wenn du das sagst. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so investiert, ne? Wir spielen ja hier keine ganze Kampagne. Genau. Okay, wenn wir jetzt draufgehen, dann ist das traurig, aber noch nicht tragisch. Und meine Schuld. Ja. Damit wäre das schon geklärt, hervorragend. Yes. Ich kann gar nichts mehr falsch machen. Super. Also, wir sind alle dran. Als erstes, bevor die Brutmutter irgendetwas tun kann. Und in welcher Reihenfolge handeln wir oder können wir das beliebig festlegen? Wir können das beliebig festlegen. Das heißt, wir sprechen uns einfach ab, welcher von den Charakteren anfängt. Und wir machen das so, wie es halt für uns taktisch gut passt. Okay. Wir können auch die Turns aufteilen, dass man sagt, ich gebe erstmal nur einen Teil meiner Ressourcen aus eines Charakters und komme dann später nochmal dran. Also man muss nicht den Turn abschließen, bevor es dann zur Encounter-Phase kommt. Okay, Reichweite 3 ist wahrscheinlich das Abzählen. Genau. Gut. Also ich würde ja sagen, heilen deines Charakters wäre erstmal schlau. Das ist die Frage, wir dürfen uns absprechen? Wir dürfen uns absprechen, gut. Genau. Das möchtest du den deinen Verletzten, wie heißt die Klasse? Exile, genau. Den Exilanten, möchtest du ihn in meine Zauberreichweite bewegen oder soll ich mich bewegen und zaubern und dann damit du meine... Du hast eben gesagt, du wärst schon in Range 3. Nee, dann eben nicht. Ach nee, stimmt, das ist ja der Exilant, nicht die Waldläuferin. Genau. Ja, dann kann ich direkt loszaubern. Das heißt, ich lege eins von diesen Token ab. Ja, genau. Plopp. Achso, wie das funktioniert, das machen wir auch auf dem Playerboard. So, wir schieben einfach von rechts nach links und das zeigt dann, dass der quasi exhausted ist. Und ich, das in der Mitte zeigt auch an, wie viel man maximal hat. Okay. Genau, also die Companions haben alle immer nur 2. Mhm. Der Ursusbär hat 6, ich habe 7. Und wenn wir aufleveln später, kann sich dieser Wert auch noch steigern. Okay. Hier steht 9 maximal und genau. 6 regenerieren und darunter regenerieren. Genau, das heißt am Anfang jedes Zuges regenerierst du 6. Okay, das heißt im Grunde die gesamte Menge, wenn ich sie ausgegeben habe. Im Moment auf Level 1, genau. Ja. Okay, das wird dann später wird das anders, dann muss man mehr Ressourcenkontrolle genau. haben. Ja. Gut. Ja, das ist doch überschaubar. Dann gebe ich den ersten aus, um zu heilen. Du hast 2 Lebenspunkte verloren. Ganz genau, also ich habe 4. Das heißt, es ist eine Probe gegen die Schwierigkeit 4 und für jeden Erfolg heile ich 1. Wie werden dann die genau, Erfolge gezählt? Jetzt weiß ich nicht mehr genau. Es gibt manchmal Unterschiede zwischen den Ability Cards, also den Fähigkeitscards eines vollen Charakters und den Companions. Das heißt, ich weiß, dass die Probe erschwert ist, wenn man im großen Layout spielt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie es auf dem Companion ist. Also da steht, die Schwierigkeit dieser Probe entspricht der Wunden plus 2. Also ich nehme an, das ist das Symbol für verlorene Lebenspunkte, oder? Genau, also das ist das Symbol für meine aktuelle Lebensmenge, ja. Also für 4. Die aktuelle, nicht für die verlorene. Genau, das heißt, die Probe ist gegen 6. Du bist noch nicht tot genug, damit ich dich gut heilen kann. Ja, es ist tatsächlich, kann auch gut daneben gehen. Also du entscheidest, mit wie vielen Würfel du wirfst, ne? Aber 6 ist natürlich schon mies. Okay.
Okay. Aber vielleicht würfelst du ja Criticals. Du musst ausprobieren. Ja, du musst nicht 6 Würfel nehmen, ne? Du kannst auch zum Beispiel 4 nehmen. Ja, also wie viel du willst. Ich nehme mal 5. Und gucken, was passiert. So, und ich darf bis zu einem Reroll drauf anwenden. Mhm. Und der Charakter hat ja einen gekriegt. Also, das stimmt. Haben wir alle bekommen. Ja. Gut, dann schauen wir mal. Das sind die 6. 7. Jetzt haben wir würfel ich einen nochmal. Genau. Und jetzt haben wir keinen Miss mehr, weil die 2 leeren Seiten weg sind. Genau. Für den einen Reroll musst du den Reroll-Token natürlich ausgeben. Genau, aber das waren jetzt 8. Mhm. Damit haben wir ausreichend viel, um mich komplett hochzubringen, was sehr nützlich für mich ist. Das heißt, alles, was über der Schwelle ist, ist dann ein Erfolg. Genau. Okay, gut, verstanden. Damit bist du geheilt. Dann kann ich jetzt noch. Ich kann mich bewegen und ich kann zuschlagen. Ich kann natürlich nicht mehr irgendwo hinkommen, wo ich tatsächlich zuschlagen kann. Das stimmt. Wo sehe ich denn meine Bewegungsreichweite? Die steht hier auf der Companion Card. Die sind immer bis zu 4. Ja, also 1 bis 4. Ich würde sagen, er ist ja tanky, ne? Dann gehe ich mal an den Gegner ran. In der Hoffnung, dass die Auswahl von Opfern so funktioniert, dass sie eher auf mich geht als auf einen von den Squishy-Charakteren. Mhm. Obwohl, wir haben nur eine Squishy. Und dass ich dann in der nächsten Runde direkt dran bin. Okay. Der Rattenmutter. So, möchtest du einen von deinen durch die Gegend schubsen? Dann fange ich auch mit dem Exile an. Ich werde den Tod aus der Luft spielen. Das kostet mich allerdings dann 2 direkt. Mhm. Dafür muss ich angrenzend zu einem Obstacle sein. Der Baum ist ein Obstacle, also ein Hindernis. Und dann kann ich mich, ich laufe quasi auf den Baum drauf und kann mich jetzt in einer Reichweite von 7 wieder quasi von den Bäumen runterstürzen. Genau, und habe dabei sogar noch plus 2 Schaden jetzt. Mhm. Jetzt musst du nur noch treffen, nehme ich an. Ja. Für dich war das jetzt noch nicht relevant, aber du siehst, manche Charaktere haben so einen gelben Würfel. Mhm. Das erhöht deine Schadensfähigkeit. Die kommen durch die Waffen, die du hast. Das heißt, deine Starting Weapon, die hat, siehst du hier drauf, diesen gelben Würfel. Das heißt, du dürftest, wenn du gleich angreifst, mit mindestens einem gelben Würfel, mit einem gelben Würfel werfen. Da sind mehr Schadenswerte drauf als auf den weißen. Mhm. Das heißt, der Schaden skaliert hoch von weiß auf gelb, auf rot, auf schwarz. Mhm. Der Exile hat das allerdings nicht. Das heißt, ich kann hier nur mit den weißen Würfeln werfen. Und in dem Spiel gibt es eine kleine Besonderheit. Das heißt, du kannst den Schaden entweder mit Würfeln werfen oder du kannst die Karten damit benutzen. Der Unterschied ist, bei den Karten, die werden wir nicht zurück ins Deck mischen. Mhm. Das heißt also, hier sind genauso viele Blanks drin wie in den Würfeln, aber die kommen nicht mehr zurück rein. Das heißt, wenn du ein bisschen merkst, und wir werden das auch sehen, wie viele Blanks schon draußen sind, weißt du irgendwann, ob das ein treffsicheres Deck ist oder nicht. Okay. Und dementsprechend kannst du jederzeit wechseln, kannst auch eine Karte und einen Würfel gleichzeitig benutzen, wie du magst. So, jetzt habe ich zwei Waffen, die mir noch nicht direkt was bringen. Das heißt, ich werde einen Empowerment-Token direkt am Anfang benutzen. Der Empowerment-Token bedeutet, ich kann einen Würfel quasi um 3 Stufen nach oben aufwerten. Okay. Das heißt, ich kann aus einem weißen einen schwarzen machen. Mhm. Oder ich kann aus 3 weißen 3 gelbe machen. Mhm. Oder aus 2 weißen einen roten, einen gelben. Okay. Ja? So funktioniert der Token. Und ich werde mir einen roten und einen gelben nehmen und einen weißen. Also mit wie vielen Würfeln greifen generell an oder bleibt einem das auch wieder überlassen? Ja, also von den weißen Würfeln darfst du benutzen, so viel du möchtest. Mhm. Aber auch hier gilt, wenn du 2 Blanks drin hast, ist die Gesamtattacke daneben gegangen. Okay. Und von den farbigen Würfeln so viele, wie dir deine Waffe erlaubt oder deine Spezialfähigkeit. Mhm. Und unsere Zielnummer? Nochmal bitte. Und wogegen würfeln wir? Also gegen welchen Wert?
Vielleicht fangen wir mit so einem leichten Regel kurz oben drüber an. Das heißt also, wir greifen jetzt die Ratte an und natürlich auch ihre kleinen Babyratten. Mhm. Und die Ratte, als auch ihre kleinen Ratten, die haben einen Verteidigungswert von 2. Mhm. Und in dem Spiel ist es so, dass der Rüstungswert von dem Würfelergebnis nicht abgezogen wird, sondern es wird dividiert. Das heißt also, wenn du jetzt 4 würfelst, ja, und sie einen Rüstungswert von 2 hat, sind das 4 durch 2, hast du 2 Schaden gemacht. Oh, okay, verstehe. Ja. Und so ist das. Das heißt also, du musst mindestens 2 Schaden machen, um ihr einen, oder 2 Würfel, um ihr einen Lebenspunkt abzuziehen. Okay. So funktioniert das. Weil es wird abgerundet und die 1 würde dann zum Null untergedreht. Okay, verstanden. Dann würde ich mal sagen, deck mal deine Karten auf. Ich überlege gerade, ob ich mich sogar noch traue, eine 4. Karte zu nehmen. Ich mache das einfach. Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Was du auch noch wissen solltest, ist, wir greifen kein Belieb. Also das sind ihre Zonen. Ihre Hitpoint, also ihre Hitlocations, wenn man so möchte. Mhm. Also wir haben den Kopf, wir haben 2 Flanken, wir haben den Schwanz und wir haben den Rumpf. Und du kannst dir nicht einfach aussuchen, welche Location du angreifst, sondern du greifst immer die an, die dir am nächsten ist. Ich stehe jetzt hier an der Seite und würde deswegen ihre linke Flanke oder von dir aus gesehen links jetzt ihre seitliche Flanke angreifen. Ja, also den Würfel greife ich an. Und für den Fall, dass wir den Würfel komplett auf 0 runterbringen, würden wir auch eine direkte Reaktion auslösen. Das heißt, die Ratte rastet aus und der Zug wird unterbrochen und danach geht es normal weiter. Ja. Wir können sogar sehen, was ihr als nächstes macht. Ganz genau, wir sind ja die Oathsworn. Wir sind ja schon ein wenig trainiert darin, den Feind zu lesen. Und deswegen ist die Stagecard, also das Monster wird durch dieses Stage-Deck gesteuert. Mhm. Das ist in 3 Phasen unterteilt, von 1, 2 und 3. Das wird natürlich, es eskaliert nach hinten raus. Und wir sehen immer, was ihr nächster Zug ist. Wir können quasi so ein wenig lesen, was sie vorhat. Ja. Und uns ein wenig darauf einstellen, wo macht es Sinn, am Ende dieses Zugs auf dem Brett zu stehen oder auch nicht. Ja? Ja. Oder welcher Charakter kann es sich erlauben? Die wird sich jemanden rauspicken, ihm den Hintern zudrehen und dann einen sehr weiten Flächenangriff mit ihrem Dornenschwanz durchführen. Genau. Die Ratten sollten sowas nicht haben. Du bist keine gute Ratte. Gut. Ja, okay. Ja. Das heißt, also ich muss mindestens 2 machen. Ich versuche natürlich mehr zu machen. Mhm. Und ich greife die Flanke an. So, jetzt schaue ich einfach mal, was hier 2 kommt. 2, 5, 7. 7. 7. Also 2 sind 3. Genau, so haben wir 3 Schaden gemacht. Die rechte Flanke. Genau, also und das 3 runter. Genau, ja, exakt. Genau, das ist genau richtig gemacht. Gut. Okay, das war mein Exile. Den Blank, den legen wir vorne hin, ne, dass wir sehen, wie viele Blanks aus dem Deck schon raus sind. Und der Rest wird einfach hier oben abgelegt. Ich weiß jetzt nicht, was auf der Kamera sieht, aber so hat man ein wenig im Auge, was passiert in dem Kartendeck. Also ich glaube, es ist ein bisschen außerhalb des Kamerawinkels, aber wir sortieren einfach die Karten in Blanks zum Zählen und in welche, die ein Ergebnis hatten, einfach getrennt, damit man die Übersicht behält. Gut, dann machen wir jetzt einen Charakter, der das volle Deck an Bord hat. Genau. Wie das funktioniert. Du nimmst dir deine Fähigkeitskarte kurz in die Hand. Du hast eine, also oben rechts in der Ecke findest du eine weiße Zahl. Das ist die Cooldown-Location. Mhm. Das heißt, diese Karte geht entweder auf deine Cooldown-Location 0, 1, 2 oder 3. Da wird die hingespielt. Mhm. Wenn da bereits eine Karte liegt, wird die dort liegende Karte eine Stage nach unten gezirkelt. Mhm. Die Karten, die haben Kosten und hier hast du deine Ressourcen, die Animus liegen. Du hast also 6, damit kannst du deine Aktionen bezahlen. Ein Animus kannst du ausgeben, um ein Feld zu gehen. Ja? Also so funktioniert deine Bewegung. Mhm. Ein Animus, ein Feld gehen. Oder du bezahlst einfach den Wert der Karte, den du oben links in der Ecke findest. Ja. Es gibt Karten, das sind meistens die Nullerkarten, da sind Fragezeichen drauf. Da hast du mehrere Aktionen zur Verfügung stehen und also je nachdem, was du auswählst, zahlst du ein Animus. Okay, dann machen wir Folgendes. Warte, da sind immer 2 Sachen drauf? Nicht immer, aber häufig genug. Also dann entscheide ich mich? Genau, du kannst entweder die Karte für den Angriff unten nutzen oder du benutzt die Fähigkeit, die du oben hast. Was du grundsätzlich machen möchtest, ist an die Ratte rankommen und fällt auf die Fresse. Okay, ich mache erstmal Folgendes. Ich gebe 2 Animus aus, um mich
1, 2 hier hin zu bewegen. Dann habe ich nämlich diese beiden Charaktere in Reichweite 3. Dann stoße ich einen wilden Schrei aus. Sehr gut. Das kommt auf Cooldown Position 1. Genau. So. Kostet dich nochmal 3. Diese Charaktere, beide Charaktere dürfen jetzt entweder sich bewegen, was keinen Sinn macht, weil ihr schon am Gegner dran seid. Korrekt. Oder einen mal 3 Aufwert-Token bekommen. Genau. Ich schätze mal, wir nehmen das Aufwert. Hört sich sehr sympathisch an. Das hat 3 gekostet. Ich habe die Tokens verteilt. Dann darf ich mich 2 bewegen. Ja. Dann stehe ich direkt an der Ratte dran. Mhm. Jetzt habe ich aber nur noch einen Animus übrig. Ja. Deswegen bin ich am Schauen, was ich mache. Ich kann für 1 kann ich den wilden Hieb spielen und damit würde ich diese Karte in die 0 rüberschieben. Ja, das macht Sinn. Das funktioniert folgendermaßen. Ich bezahle das, lege ich dann ab und dann mache ich den Battleflow oder andersrum? Du spielst erst die 1 auf die 0 und jetzt legst du quasi die Karte auf die 0. Und die werden dann in der Aufräumphase kommen sie beide wieder Die zurück. Aufräumphase kommt zurück auf die Hand, ja. Gut. Schön. Ja. Ich habe mich nur in Position gebracht und gebufft mit dem Charakter. Sehr gut. Dankbarer Mitspieler, kann ich nur sagen. So, dann ist noch meine Rangerin dran. Mhm. Und damit werde ich ihre Spezialfähigkeit auf dem Board benutzen. Das hatte ich noch nicht gesagt. Jeder Charakter im großen Layout hat auf dem Playerboard noch eine Special Ability drauf. Mhm. Die ist bei dir passiv, deswegen haben wir nichts verloren. Oh, ich kriege noch ein weiteres Aufwert-Token. Tatsächlich, am Anfang eines jeden Encounters bekommt die Ursus einen Aufwert-Token. Und da ist grundsätzlich für dich eine Info, dass du auf deinen Ability-Cards einfach höhere Rüstungswerte hast. Wie das funktioniert, zeige ich dir gleich in der Encounter-Phase. Ich habe eine andere Fähigkeit. Ich kann über die Bäume laufen. Ich bin eins von den Baumvölkern. Dafür muss ich auch... Beide deine Charaktere benutzen Bäume. Okay. Ja, genau. Also die wohnen ja in den Baumkronen und die sind quasi Wesen des Diebels. Und die sind Bäume. Die sind Bäume, genau. Okay. Die muss dafür angrenzend zu einem Baum stehen, was sie tut. Mhm. Und dann kann ich mich in der Reichweite 7 herablassen. Allerdings muss ich dafür auch neben einem Obstacle stehen. Deswegen schaue ich gerade, ob das passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich kann über diese Fähigkeit quasi hier hin mich ein wenig in ihre Flanke setzen. Das kostet mich... warum der eine hier liegt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich habe aus Versehen. Genau, also 3 hat es gekostet. Das heißt, ich habe jetzt noch 4. Und dafür mache ich... den Multishot. Den Multishot spiele ich auf Cooldown Location 3. Mhm. Kostet mich 4 und das bedeutet, ich kann 3 Gegner in meinem Front Arc, in meiner Front angreifen. Und da werde ich die Broodmother angreifen und ich werde 2 der Ratten angreifen. Ich werde einmal Schaden würfeln und das auf alle Ziele gleichzeitig anwenden. Genau, und es gibt noch eine Einschränkung auf der Karte, die hier nicht relevant ist. Mhm. Okay, ich schieße durch meinen Bogen mit mindestens einem gelben. Den gelben nehme ich mir schon mal. Und jetzt überlege ich, ob ich... ich verwandle den Empowerment-Token noch ein wenig. Dann werde ich mal noch 2 nehmen, weil es Spaß macht. Und gucken, wo mich das hinbringt. Also, dann habe ich... Nix. Das bringt mich nicht wohin, würde ich sagen. Ja, bringt mich ein wenig in Verlegenheit. Dann werde ich einen Reroll-Token benutzen für den gelben. Bitte! Verdammt, okay. Also, jetzt ziehst du die ganzen Blanks raus, das ist auch nett. Boah, das ist natürlich echt bitter, jetzt gerade, wo es der Multishot ist, ja. Okay, das ist daneben gegangen. Allerdings gibt es in diesem Spiel die sogenannte Determination Rule. Mhm. Das bedeutet, wenn ein Angriff daneben gegangen ist, ja, bekommst du nicht nur die verwendeten Tokens wieder zurück, du bekommst sogar zusätzlich einen weiteren Token. Du kannst dir quasi auswählen, du kannst einen Empowerment-Token nehmen, einen Reroll-Token oder einen, noch einen. Und das repräsentiert quasi, dass sie zielstrebiger werden im Angriff. Aber der Angriff ist daneben gegangen. Wir haben das Deck ein wenig zuverlässiger gemacht, ja. Aber ich werde mir noch einen Reroll-Token dafür nehmen. Okay. Aber das war ein Satz mit X.
Und jetzt ist die Brutmutter dran. Jetzt ist leider die Brutmutter dran, genau. So, als erstes macht sie, sie lässt der Meute freien Lauf. Und wenn ich das richtig lese, platzieren wir 3 weitere große Ratten genau, in ihrem, so nah wie möglich an ihrem Po. Ja, ganz genau. Weil wenn mehrere Felder in Frage kommen, gibt es immer die, die Regel von North, dann West. Das heißt, wir würden hier im Norden anfangen und dann hier in den Westen gehen. Genau, und dann die dritte dahin. So. 3 Ratten und am Ende der, denn am Ende dieser Phase bewegen sie sich und greifen auch an. Genau. Da sind wir noch nicht. Nein. Aber das wird keinen Spaß machen. So. Wie bestimmt sie ihr Ziel? Genau. Sie nimmt den, den nächsten Oathsworn, wenn es mehrere gibt, wieder die Regel erst North, dann West. Das wäre in dem Fall also der Exile, der es abkriegt. Dann kann sie sich bis zu 4 bewegen. Genau, das. Und dreht sich mit dem Po zu ihm. Exakt. Und dann erwischt sie, Moment. Sie erwischt. 3, die Baumfrau knapp nicht. Und tatsächlich die Bären auch nicht. Ich, leider, also das Gelbe. Ach, das Gelbe ist sie selber. Hier. Das heißt, sie erwischt alle 3. Ja. Ja, das ist echt fies. Auch hier starten wir im Norden, das heißt, sie bekommt zuerst was ab und die Broodmother haut ziemlich fest zu. Ja? Also hier siehst du, wie gezogen wird, das heißt, sie hat 2 rote, 3 gelbe. Okay. Das hier ist das ihr eigenes Stack, das heißt, genau, 2 mal 3. Ja, wir ziehen erst alle Karten und danach wollen wir umdrehen, weil wir haben davor noch die Möglichkeit, Rüstungswerte hochzubringen. 1, 2. Genau, 3 mal gelb. 1, 2, 3. So, also das ist nicht wenig. So, meine Rangerin hat einen Rüstungswert von 2. Da vorne siehst du den Rüstungswert. So, und das ist für dich gleich auch relevant. Alle deine Ability Cards haben unten eine blaue Zahl. Die kannst du in den Battleflow hineinspielen. Die lösen auch Battleflow aus, also drücken die Karten eine Position weiter. Die kosten nichts, es ist also kostenlos, das zu spielen. Und für diesen Angriff werden deren Rüstungswert um die jeweilige Zahl auf. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel. Das verringert einfach nur meine Möglichkeiten, die ich auf der Hand habe. Genau, genau. So. Ja, also ich spiele dann mal eine Rüstung 4. Genau. Ich denke, ich werde auch hier eine 3 spielen. Das heißt, das geht hier bei mir auch auf Slot Nummer 3. Drück den Multishot von mir, den ich eben gespielt habe, jetzt auf die Position 2. Das heißt, ich habe jetzt eine 5. Das heißt, wenn sie jetzt 10 Schaden hätte, würde ich 2 verlieren. Ne? Wenn sie zwischen 5 und 10, die verliere ich 1. Also ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ob es sich lohnt, auf 6 hochzugehen und gegebenenfalls nur 1 Schaden zu verlieren. Das ist ja wieder nicht abziehen, sondern... Es ist wieder dividieren, genau. Das heißt, also da ich jetzt gerade einen Rüstungswert von 5 habe, bekomme ich den ersten Schaden, wenn sie 5 hat, was sie sicherlich haben wird. Sie könnte auch eine 10 haben, dann hätte ich schon 2 runter und du hast ja nur 6. Oder ich starte sogar hier. Der 5, das heißt, ich versuche wahrscheinlich noch was zu spielen. Und zwar werde ich mir noch den Quickshot gönnen für den Rüstungswert. Der drückt den Multishot jetzt wieder einen nach unten. Ich sehe eine Frage auf deinem Gesicht. Die Companion, also die Begleitcharaktere, die reduziert sind, die haben einfach nur die haben das festen nicht. Wert. Genau, die haben festen Wert. Weil die diese Möglichkeit nicht haben, haben die aber von Start an einen höheren. Genau, ja, die haben immer plus 2. Gut. Also ich habe jetzt gerade 7. Ich auch. So, dann schaue ich jetzt mal, was da liegt, genau. 3. Nochmal 3, 6. 6 ist schon mal nicht gut. Blank. Nichts. Aber blank, nichts. Sehr schön. Nichts. Okay. Gut. Dann hätte ich gar nicht so viel legen müssen. Also dann ist es für mich 1 Schaden, ja. So, das sind also 4. So. Echt 1 Schaden? Das hat ja nur 6 erreicht. Ja, genau. Ich habe einen Rüstungswert von 7. Ach genau, ich habe gar keinen Schaden. Das ist gut, ja. Eben. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Ebenfalls, aber die Begleiter, die verlieren. Für dich werden wir separat ziehen. Also es ist nicht so, dass sie einmal zieht auf alle, sondern dann genau, jeder einzeln. Kommt einzeln dran. Ich weiß, das macht keinen Spaß. Aber der Priester wird gar nicht getroffen, für den muss ich eh. Genau, nicht das heißt, als nächstes wird es gegen den Exile gezogen. Genau, das tun wir jetzt beiseite. Aha, warte, 1, 2. Der hat einen Rüstungswert von 4 und kann dann auch nichts ändern. Die waren alle blank. Werden die hier irgendwann ohne Wert, werden die auch aussortiert?
Die Monster haben keine Criticals und keine Blanks, deswegen lohnt sich das auch nicht auszusortieren. Okay. Ja. Gut. So, was wir rein theoretisch noch machen könnten, ist, der Priester hat eine Fähigkeit, also du hast keine Aktionspunkte mehr. Nein, alles gut. Der Priester könnte die Rüstungsklasse, also die Rüstung erhöhen, aber gerade nicht. Genau, gerade nicht. Das heißt, ja, da müssen wir schauen, was passiert. Nichts. Sehr gut, sehr gut. Drei, nichts. Fünf. Acht. Sieben. Acht, drei, ja. Acht. Das heißt, er verliert zwei. Zwei, genau. Ich habe vier. Ich bin davon ausgegangen, dass er auf fünf hat. Genau, das heißt, ich bin jetzt runter auf vier. Das war schon eine ganze harte Arbeit vom Priester wieder zunichte gemacht. Genau. Okay. Aber ohne die Hilfe wäre es viel düsterer. Ja, dann wärst du jetzt bei zwei. So, jetzt bist du dran. Jetzt ist die Ursa dran. Genau. Ich habe ja schon gesagt, welche Karte ich zusätzlich werfe. Das heißt, ich habe jetzt gerade Rüstungsklasse 7. Sehr gut. Nichts. 3, nichts. 5, 8. Ein Schaden, ja. Okay. So, jetzt sind ihre Minions noch dran, ihre kleinen Redlings. Und auch die nehmen ihr den nächsten Ausbauen. Die können wie viel gehen? Die können bis zu 6 gehen. Bis zu 6, das ist leider viel. Ja. Gut, das wieder heißt, Norden, nächsten und dann Norden nach Westen die Regel wieder. Genau. Und die nächste ist. Das wird sich hier leider viel um meine Ranger abspielen. Ja, die ist als nächstes. Genau. Bewegen sie sich erst alle und greifen dann alle an? Ja, oder einzeln alle? Okay. Ja. Dann. Genau. Genau, die ist es. Jawohl. Dann die. Dann. Das ist 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Können nicht durch, sie können ja nicht stehen bleiben, wo Gegner sind. Genau, das heißt genau. 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3. Das heißt, die geht zu ihm. Dann 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt ist es gleich und dann geht wieder West vor. Ja, genau. Süd. Und die geht zum Priester. Ja. Okay. Das geht auf jeden Fall schneller als bei ein paar anderen Spielen, wenn man das Ziel ermittelt. Allerdings tut mir das leid für die Baumfrau. Ja, das ist tatsächlich jetzt übel. Zumal es hier eine so eine Swarm-Regel gibt. Ja? Mhm. Das bedeutet, also die haben normalerweise, werfen die einen gelben, einen weißen. Ja. Aber hier ist es so, dass ein Angriff für alle gemacht wird. Das heißt, hier werden jetzt vier gelbe und vier weiße gezogen. Also das ist wirklich übel, ja. Das kommt auch irgendwie verdächtig früh für den Encounter, ja. Also normalerweise geht es eher piano los, aber gut, jetzt muss ich überlegen, was ich noch an Rüstung spielen kann. Boah. Das könnte bitter werden. Schnell bitter werden. Okay. Also, die hat ja auch keine Fehlschläge, ne? Egal wie viele. Leider nein. Ja. Karten aufdecken. Ups. Okay, jetzt, okay, gut, dann spiele ich als erstes hier Thread the Needle für den Rüstungswert, pushe die weiter. Das heißt, ich bin jetzt bei 4. So, dann werde ich nochmal den Longshot spielen und drücke mir die hier einen weiter für einen weiteren. Jetzt bin ich bei 5. Boah. Seid jetzt nicht so rüstungsstark, was ihr halt. Ich habe nicht, ja, ich kenne das Spiel halt noch nicht. Das heißt, ich habe nicht an die Nordwest-Orientierungssache gedacht. Sonst wäre es ja schlauer gewesen, sich irgendwo hin zu bewegen, wo man eher die Aggro zieht. Ja, das ist genau. Okay. Ja, bye-bye, Waldläuferin. Ja, ich spiele auch noch den hier. Dann bin ich jetzt auf der 6. Das war eigentlich alles, was ich tun konnte. Okay. So. Dann nichts. 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 2, nichts, 5, 6. Okay, aber das ist nur ein Schaden. 9. Das ist erfreulich wenig. Ja. Ja. Das war ziemlich viel Glück hier. Glück, ja. Okay. Gut. Okay. Damit ist den Gegnern durch. Erst das nächste der Exa angegriffen. Hier haben wir noch eine einzelne Ratte und der Priest ist noch dran. Ich habe noch eine einzelne Ratte. Genau, ja, also bei ihm ist es einfach. Einmal weiß, einmal gelb. Genau, bei dem kann ich es tun. Also habe ich einfach eine Rüstung von 4. 2, 3. Perfekt, da passiert nichts. Ich bei Priester genauso.
5 insgesamt. Der hat 4, das heißt, der verliert einen. Der hat 5 sogar, der aber das ändert leider nichts. Ja. Okay. Okay. Ich habe jetzt auf die 1 runtergedreht. Nein, andersrum, von der 6 auf die 5. Genau. Okay. Ja, und du hast es schon richtig gemacht. Jetzt kommt die nächste Karte. Das heißt, wir sehen als nächstes, wird sie Gnaw machen. Da wird sie auch wieder Ratten ins Spiel bringen und Fesse zubeißen. Das heißt, es lohnt sich, die Ratten loszuwerden. Sag ich mal. Okay. Ja. Und die Karten, die unten angekommen waren, nehmen wir wieder auf die Hand. Genau. Also alle Animus gehen wieder auf die Unverbraucht-Seite. Genau. Mhm. Und alle Karten, die für Null liegen, kriegen wir zurück. Genau, das ist bei mir leider nicht so erstaunlich viel, aber immerhin. Ja, und jetzt lohnt es sich irgendwie Platz zu machen. Ja. Okay. Also ich könnte tatsächlich mit dem Exile 3 Ratten gleichzeitig rausholen. Das wäre schon mal zumindest auf der Seite. Also ich habe, wenn ich das richtig sehe, ich habe einen Flächenangriff. Ich glaube, die Bärin ist eher dafür da, die Brutmutter runterzukloppen. Hört sich vernünftig an. Von dem, was sie kann. Das ist sehr beschränkt, ihr Flächenschaden. Mhm. Ja, möchtest du mit den Ratten anfangen? Ansonsten haue ich einfach einmal mit der Bärin rauf. Bitte? Ladies first. Ja, beziehungsweise ich beiße. Das kostet... also die Karte kostet eigentlich 0, aber wenn ich damit angreife, anstatt die andere Fähigkeit zu nehmen, kostet sie plus 2. Genau, also 2, perfekt. So, ich gebe meinen 1 plus 3 Token aus und hole mir dafür einen roten und einen gelben Martini. Sehr gut. Ich nehme mal Karten hier. Okay. Ich nehme das volle Feeling und dann noch 2 weiße dazu. Gut, sehr gut aus. Und der gelbe Würfel bei der Axt, die ich habe, was bedeutet das? Das ist für dich einfach nur eine Erinnerung. Also dieser gelbe Würfel kommt von der Axt und ist quasi für dich nur eine Erinnerung, dass du nicht vergisst, dass du immer mindestens einen gelben schon quasi for free hast. Achso, dann kann ich jetzt noch einen weiteren ziehen. Genau. Gut. Und du kannst aber auch die Spezialfähigkeit deiner Waffe benutzen. Die spielst du dann auch in den Battleflow rein. Mhm. Und das wird wahrscheinlich sowas sein, wie wenn du kritisch triffst, dann darfst du... 2 weitere Karten ziehen, außer nur ein, anstatt nur eine. Sehr gut. Okay. 1, nix. 3. Das ist schon mal ein kritischer Treffer. Genau, wir sind bei 6. Genau. Ziehe ich dann eine gelbe oder eine weiße? Eine gelbe. 6, 7, 8, 9, 10. Wow, das ist sehr nice. Das heißt, es sind 5 Schaden. Ja, und ich stehe an ihrem Hintern. Genau, du triffst Tail oder Flanke. Du bist an beidem dran, genau. Ich nehme einfach mal... Obwohl du stehst auch an ihrem Hintern. Genau. Die rechte Flanke wäre dann aber auf 0 runter. Im Exile werde ich auf die Ratten gehen. Das heißt, er wird nicht zuschlagen. Wir wollen ja nicht alle sozusagen die Flanken eine nach der anderen machen, weil sie dann sonst so... Es gibt ja hier diesen Zorn, also den Modus, dass sie in weitere Phasen wechseln. Ja. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt auf den Hintern und hack auf den Rattenschwanz ein und bringe den auf einen Lebenspunkt runter. Das war sehr nice. Gut. Und ich habe noch Energie übrig. Warte mal, was können wir denn noch Hübsches machen? Ja, ich kann für 3 einfach nochmal mit dem wilden Hieb, mit dem wilden Gebrüll diesmal den Angriff machen. Das ist plus 1 Schaden, was auch immer ich jetzt ziehe. Ich habe nochmal ein Upgrade-Token, das ich ausgeben kann. Dann machen wir nochmal. Okay, wir machen kurz einen gelben, 2 gelben, einen roten. Oh, nein, ich habe es von oben genommen gerade. So. Ja, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, also einen gelben, zwei gelben, einen roten, einen weißen. Gehen wir mal ein bisschen auf Nummer sicher. 3 ist ein kritischer. 4, 5. Nichts. Oh, jetzt brauchst du einen Reroll. Ich gebe einen Reroll-Token aus und dann lege ich einen neuen roten drauf. Sehr schön. 3. Perfekt. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8. Durch 2 sind 4. Auf jeden Fall Zerstörung bewirkt. Oh. Ja, jetzt habe ich ja leider den Schwanz abgehackt, ne? Oder kann ich das auf 2 Zonen verteilen? Du kannst es nur auf einer Zone anwenden, allerdings stehst du ja auch an der Flanke. Dann mache ich einfach die Flanke auf 0 runter. Würde sich mehr lohnen. Tut mir leid, damit habe ich jetzt aber ausgelöst, dass in die nächste Phase geht. Aber erst nächste Runde, oder? Nee, das passiert sofort. Also unser Zug wird unterbrochen durch die Reaktion. Wir müssen uns nur merken, wer noch nicht dran war. Der
Genau. Wer, es war bisher nur die Ursus dran. Ist, genau. Okay, dann machen wir, Okay, was jetzt passiert ist, wir ziehen eine neue Karte vom Stage Deck. Das ist dann die Reaktion. Mhm. Ist es immer der Ziel dieses Angriffs, der die Location abgebrochen oder abgehackt hat? Ja, das heißt, das ist in dem Fall ist es Warbear. Was sie jetzt tut, sie geht einfach von oben wieder runter. Das heißt, als erstes macht sie wieder Release the Brood. Das heißt, es kommen leider noch mal mehr Ratten aufs Spielfeld. Mhm. Und zwar hier und hier. So, jetzt kann man extra auch gleich stehen bleiben. Na, da muss auch noch eine hin. Ja. Das sind deutlich zu viele Ratten. Ja. Dann wird sie sich auf dein Target zubewegen. Du bist schon dran, das heißt, sie dreht sich nur zu dir. Und jetzt wird sie dich angreifen und danach bewegt sie sich, also wird danach auch weglaufen und zwar nach Southeast, also in die Richtung wird sie gleich abhauen. Genau. Moment, ich stehe hier im Weg. Okay. Okay, also normaler Angriff, das heißt, wir haben zweimal rot und dreimal gelb. Ich kann wieder Karten reinwerfen. Du kannst wieder Rüstung hochbringen, genau. Okay. Das, was dein Charakter zum Glück gut kann. Plus drei. Genau, Battlefield wird ausgelöst, das ist das, was da schon lag, darf weiter. Mhm. Und nochmal plus zwei, das löst dann den Battlefield aus. Guck mal, da sind auf einmal wieder Sachen bei der Null gelandet, ist das nicht schön? Das heißt, ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Nix. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Ein Damage ist es. Gut. Okay, aber es hätte schlimmer kommen können. Ja, die Ursus ist echt ein zähes Biest. Ja, gut drauf. Okay, so und jetzt bewegt sie sich noch. Ja. Und zwar nach Southwest, das heißt... Southeast. Das heißt, hier siehst du Southeast, also in die Richtung bewegt sie sich einfach. Und sie wird dabei einfach uns beiseite drücken. Die kleine Ratte genauso wie den Priest wird sie quasi vor sich herschieben. No? Also eins, zwei... Ich weiß nicht, ob das halbwegs richtig die Dinger getroffen. Genau, so haben wir es. Und sie schaut auch weiter in die Richtung, was relevant ist, weil wir ja die Head-Locations haben. Genau. Der Gute steht also jetzt hier, wenn ich das richtig beobachtet habe. Und da haben wir noch eine einsame Ratte stehen. Okay, das war die Reaktion. Jetzt zurück in den Spielerzug. Ursus war schon dran. Das heißt, jetzt könntest du den Priest noch. Ich habe noch einen Energie übrig. Damit könntest du mindestens einen Battleflow machen, sofern du die Karte noch hast. Ich gebe den aus, ich habe den wilden Hieb und damit mache ich Battleflow von der Karte hier und die kommt auch auf die Null. Das heißt, ich nehme gleich wieder ganz viel auf die Hand. Cool. Also das habe ich, glaube ich, raus, den Battleflow. Sehr schön. Und ich habe noch einen Battleflow-Token im Notfall. Sehr gut. Ja, damit kannst du eine ganze Location schieben. Nett. Gut. Dann jetzt den Priester. Ja. So. Der steht an der Ratte dran und könnte quasi die rechte Flanke angreifen. Die rechte Flanke ist schon gebrochen. Das heißt, du würdest jetzt die nächste Location nehmen. Das ist also einer der dreien. Du kannst dir dann quasi auch so ein bisschen quasi gleich weit. Oder den Kopf. Ich glaube, ich nehme aber die andere Seite von seiner Karte. Und dann kriegen alle in Reichweite 3, also alle bis auf sie leider, plus ein Rüstung. Ich glaube, das könnte ganz nützlich sein. Ist das ein Defense-Token? Ein Rüstungstoken. Genau, das heißt, es ist das hier. Mhm. Der geht dann an den Warbear, nicht wahr? Und an meinen Exile, das ist schön. Die kannst du verwenden, wie hier diese Zahlen unten. Das heißt, du kannst dann, wenn du angegriffen wirst, einmalig diesen Token spenden und hast halt für den Angriff halt plus eins. Okay. Und das andere ist, ja, dass ich einmal angreife. Hier sind wir rübergewandert und einer rüber für das. Dann der andere zum Angreifen. Der Priester hat auch... Eine Sache solltest du noch wissen. Ja. Wir haben durch den Time-Track in der Story alle einen Battleflow-Token bekommen. Ja. Da die Companions keinen Battleflow haben, wirken die Tokens bei den Companions anders. Und zwar kannst du dir für diesen Battleflow-Token eine zusätzliche Aktion erkaufen. Keine Special Ability, aber einmal vier Felder gehen oder ein zusätzlicher Angriff. Okay, dann machen wir erstmal einen Angriff auf die Ratte und der Priester kriegt einen gelben auf jeden Fall durch dieses Machtding sie. Genau. Der hat auch Upgraden. So was, ich ziehe mal einen schwarzen dafür.
Weil wir es können. Cool. Ich will mal schauen, was die für Sachen drauf haben. Welche Location greifst du an? Den Rumpf würde es wahrscheinlich sein. Den Rumpf möchte ich angreifen, genau. Und dann ziehen wir noch einen Weißen dazu. Cool. Gucken wir mal. Fünf und kritisch. Nice. Kommt aber nichts hinterher. Okay, aber fünf ist schon nicht so schlecht. Nix. Zwei. Sieben. Ist aber, ach nee, die gelten ja nicht, wenn sie nachgezogen werden. Genau, genau. Das heißt, wir haben nur ein Feld, also ist sauber. Das sieben, drei Damage. Das heißt, drei Schaden auf ihren Kern. Ja, exakt. Und dann gebe ich sein Battleflow-Token aus, um nochmal anzugreifen. Und das ist jetzt dann aber ohne den sexy schwarzen, gelb, weiß, weiß. Drei, vier, fünf. Sechs, das sind sechs. Wieder zwei Schaden. Und der Weiße ist wieder ein kritischer. Sieben, ja. Aber das ändert an der Ergebnis nicht, aber dann ist der Rumpf auf null. Nice. Also theoretisch nice. Wir lösen natürlich wieder eine Reaktion aus. Sorry. Und weil wir jetzt zwei Head-Locations entfernt haben, geht sie auch in Phase 2. Ja. Genau, das heißt, das wird durchaus lustig werden jetzt. Das ist gar nicht so gut. Ja, aber wir sind da. Aber naja, gut. Muss es ja passieren. Ja, genau. Also, wir ziehen die Reaktion. So, Excited Maw. Jetzt sind aber wirklich alle Ratten auf dem Feld. Gut, fuck, das ist definitiv so viel Rattenwerk. Dann 5 auf ihr Ziel zu. Ja, sie steht ja schon direkt dran. Ihr Ziel zu, dann greift sie an und beißt das Ziel. Das heißt, 1, 2, 3 auf den armen Priester. Jetzt, durch den nächsten Effekt, der hier steht, ja, wäre es echt gut, keinen Schaden zu nehmen. Weil für jeden Schaden, den du nimmst, wird der Rüstungswert permanent gesenkt. Also sie verätzt die Rüstung quasi vom Priester. Ja. Und der Priester ist in der unglücklichen Situation, dass er nicht sein... Ah, du hast einen Defense-Token eben bekommen, oder? Nee, hat man nicht der Priester. Weil es steht also an alle Verbündeten. Nein, alle Oathsworn. Ja, das kann man so lesen, würde ich sagen. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass wir das Regelwerk stretchen, überreizen. Gut. Dann werfen wir das jetzt rein, schieben seine Rüstung auf 6. Jawohl. Und dann gucken wir mal, was passiert. Nix. 4. 5, 6, 7, 10, 8, 9, 10. Dann war es gut, dass das wir auf die 6 gegangen sind. Genau, ja. Weil sonst wären es 2 gewesen, so verliert er nur einen. Genau, er verliert einen und leider geht damit die 5 auf eine 4. 5 runter auf eine. Genau, ich gebe dir einen anderen Token. Ja. Danke. Genau. Sorry. Wo ist denn da? Da ist die 6er-Tokens. Dann hat er jetzt 4. So, schade. Jetzt bewegt sie sich auch noch 4 nach Northeast. Das heißt, sie flüchtet weiter, genau. Und schiebt die Ratte einfach beiseite. Eins, zwei, drei. Und sie zerstört den Baum. Große Monster zerstören Terrain. Wie viel bewegt sie sich? 4. Ist sie angekommen. So, jetzt haben wir leider viel zu viele Ratten noch auf dem Spielfeld. Und es sind aber immer noch 2 Charaktere dran, ne? Du bist dran, ja. Puh, es sollte hier besser nichts daneben gehen. Hau mal die Ratten weg. Ja, okay. Also dann fange ich mal an mit dem Exile. Mit dem werde ich Reap spielen. Das bedeutet, ich kann also 3 Gegner gleichzeitig angreifen. Und wenn ich dabei eine Ratte töte, bekomme ich auch noch ein Empowerment-Token. Und einmal Schaden ausüben auf alle anwenden. Das heißt, ich muss nur 2 Schaden machen, um 3 Ratten zu töten, was ziemlich angenehm ist. Ich werde mich für die 3 entscheiden. Genau, die haben nur einen Lebenspunkt jeweils. Genau, das heißt, ich habe sowieso... Nee, der hat keinen gelben von Anfang an. Was haben wir denn hier schon? Wir haben schon einige Blanks aus dem weißen Deck rausgezogen. 4 sind nur noch 2 drin. Das heißt, fühlt sich relativ zuverlässig an. Das werde ich hier mal. Ich werde mal 3 ziehen. Ja. 1. Verdammt, ey, das kann ja nicht wahr sein. So, ich habe einen Reroll-Token. Komm, bitte, bitte. Schön. Ja, das hat funktioniert. Und direkt. Ein Critical. Kritisch. Nicht, dass wir das brauchen würden. Aber. 1, 2, 3, 4, 5.
Puh. Das heißt, drei Ratten weg, diese drei hier, ne? Die drei sind weg, ganz genau. Ich bekomme einen Empowerment-Token dafür. Ich habe mir jetzt alle Blanks aus dem weißen Deck rausgezogen. Das heißt, wir merken uns, das sind alles Treffer. Ja. Fühlt sich irgendwie gut an. Ja, aber es sind auch nicht mehr viele Karten. Ja, eins, aber immerhin. Zwei, genau, toll. Wenn wir Glück haben, ist da noch vielleicht ein Critical oder sowas. Okay, aber ja, ist ein kleiner Trost. So, das war meine erste Attacke. Jetzt habe ich ja noch immer einen zweiten Animus und den werde ich benutzen für eine Standardattacke. Und damit werde ich jetzt hier den einsamen Rattewicht angreifen. Mhm. Es ist alles Schaden, was da drin ist. Die Frage ist jetzt nur, ob ich mir erlauben kann, nur eine Karte zu werfen, ziehen. Mhm. Ne, komm. Brauchen wir mal sicher gehen. Zwei. Kritisch sogar. Es waren nur noch zwei Karten, okay. Gut, also die ist tot. Ja. Gut, aber vier Karten rausgeholt, das war gar nicht so schlecht. So, jetzt wird das natürlich, also jetzt, wo alle Karten quasi erschöpft sind, müssen wir die leider alle wieder reinmischen. Nee, ja. Auch die nicht bringen. Ja, leider schon. Ich würde sagen, wir mischen das mal schön gründlich. Dann solltest du das nicht mich machen lassen. Ich bin einer von den berühmten Leuten, wo man immer hinterher noch die 3, 4, 5, 6 in der gleichen Reihenfolge findet. Okay. Also, ich muss jetzt mit der Rangerin noch irgendwie versuchen, ein bisschen was loszuwerden an den Ratten. Wenn du diesen Multischuss noch hast, der war doch ganz nett. Den könnte ich haben. Könnte ich haben. Ja, weil die vier, die an dir dran sind, bleiben dann ja auch an dir dran, weil sie die nächste Person angreifen. Ich habe den Multishot. Sehr gut. Okay, dann gehe ich mal auf die drei. Spiele dafür, wie gesagt, den Multishot mit 4, 2, 3, 4. Spiele dann auf die 3, das heißt, das rutscht auf die 2. Zack. Okay. Jetzt habe ich leider. Alles gut, alles gut. Ich habe einen gelben. Was haben wir denn hier? Einen gelben schon rausgeholt. Da sind drei, sind noch drei drin. Ja, ich glaube, hier sind die Orts ein bisschen gegen uns. Vielleicht so gerade. Ich nehme mal Würfel. So, und dann nehme ich noch, ich muss ja grundsätzlich nicht viel Schaden machen. Dann würde ich sagen, machen wir es so. Ah, oh, okay, da brauche ich gar nicht rerollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, und 2 davon kritisch. Oh, das war das. Okay. Splatter. So, weg damit. Das sieht doch schon sehr viel besser aus. Sehr gut. So, ich habe hier immer noch drei Animals, mit denen ich was anstellen kann. Mhm. Und damit könnte ich, jetzt habe ich leider den Querschläger nicht mehr. Das kann ich nicht mehr zahlen. Ich werde den Quickshot spielen für 1. Der geht auf die 2 und schiebt mir das hier alles hier hin. Der kostet mich nur 1. Mhm. Damit kann ich allerdings nur Minions angreifen, was ja glücklicherweise. Das ist, was du möchtest. Exakt. Und damit werde ich dann einfach nochmal werfen. Tada! Yes. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Sehr schön. Auch das ist so overkill. Das war gut. So, jetzt habe ich aber noch 2. Das ist so schade, dass ich. So, dann werde ich einfach noch eine Karte Battleflow und dann spiele ich noch einen und. Was mache ich dann? Dann schiebe ich mir den hier hin, den Battleflow. Dann gebe ich meinen Battleflow-Token aus, den wir in der Story gesammelt haben. Und den ganzen Stapel auf die Null zu schieben. Exakt, das mache ich. Gut. So, und dann gebe ich den letzten noch aus und bewege mich einen auf Schritt näher ans Geschehen. Genau, etwas. Aber nicht so, dass du Aggro von den Ratten siehst. Genau. Ja, die sind jetzt nämlich. Die sind jetzt dran. Beziehungsweise jetzt kommt tatsächlich Stage 2. Das stimmt. Wir hätten eigentlich noch eine Karte ziehen müssen. So. Egal, das sehen wir jetzt. Mütterliche Wut, mütterliche Rage. Also, sie pupst nochmal. Ich weiß es nicht. Es fallen von ihrem Rücken 3 weitere Ratten. Genau. Okay. Dann bewegt sie sich 7 bis zu ihrem Ziel und das ist die nächste Person ist der Priester. Genau. Das heißt, sie schubst wieder ihre eigenen Kinder aus dem Weg. Genau. Bis sie am Priester dran ist. Exakt.
Dann greift sie an. Genau. Und dann greift sie den nächsten an. Danach wird sie nochmal laufen und nochmal angreifen. Ja, okay, gut. Also sie greift jetzt den Priester an. Genau. Eins. Zwei, so, der hat eine 4 und eins, ja. Zwei. Du hast auch keine. Was passiert, wenn einer von uns down geht? Haben wir dann direkt verloren? Oder nee, wenn ein Charakter quasi ausgenockt wird, kommt automatisch ein Ally ins Spiel. Wir starten die Kampagne mit 3 Alliierten, das sind so Standard-Alliierte. Und ah, in den wir Storys, haben quasi ein Tag-Team. Genau, wir haben ein paar Tag-Team-Kollegen, die kommen dann, wir haben auch die als eigene Miniaturen dabei, auch in der Standardbox und so drin, die kommen einfach mit aufs Spiel, haben dann so eine kleine Karte, die sieht aus wie die Companion-Karte. Ja. Und man kann auch während der Story richtig Krieger anheuern und für sich gewinnen, die dann Härte zuschlagen können und solche Sachen. Okay. Aber wir wollen nicht ausgenockt werden. 4, 8, Verdammt. Nichts, 10, ach, 10, das sind 2. Nee, 3, oder? Ah, nee, es ist 2. Ja, bei der 4, bei der 8. Genau, bei der 12. Okay, 2. Autsch, autsch, autsch. Genau. Der Priester hat die Eigenschaft, dass jedes Mal, wenn er am Anfang der Runde unter 3 Leben hat, bekommt er ein Leben dazu. Okay, der hält sich von alleine. Der hält sich von alleine, genau. Dann ist das auch gar nicht so schlecht. Dann macht sie, glaube ich, einen Sidestep. Schubst wieder Babys durch die Gegend? Oh. Genau, in dem Fall wird sie einfach nur ihn weiter schubsen quasi, ja. Genau. Mhm. Genau, und jetzt damit sie den die Ursa angreifen kann. Die hat genau. Aktuell Rüstungsklasse 3. Genau, da wollen wir und höher. Dann schmeiß ich noch den Schmiss, den Wurf mit rein, die Battle Schlachten schiebt. Sehr gut. Schlachten bei fließt. Einer 6. Den eisernen Pelz auf die 1, dann sind wir bei 6. Das bedeutet, erst bei der 12 würdest du den zweiten Damage nehmen, ja? Ja. Ja. Okay. 1, 2. Damit haben wir auch ihre Decks durch. 1. Okay, wir haben jetzt ihr gelbes Deck durch. Voila. Drecksbruchmutter. Richtig. Ich mag Ratten ja eigentlich, ne? Aber diese spezifisch nicht. Ja, die sind ein bisschen zu groß einfach. Ne? Ja, ja. Es gibt immer so ein Maximum, was ein Tier haben sollte, bevor es unheimlich wird. Das ist bei Spinnen hier. Ja, bei ja kann ich sehen. Genau. Okay. Nichts. 3, 6, 9, 10. Yes. Das heißt, ich verliere nur einen. Genau. Statt 2. Gut, gut, gut. Damit kann man ja so gerade arbeiten. Mhm. Huh. So, und jetzt sehen wir auch, was wir als nächstes tun werden. Als nächstes macht sie. Oh, das ist eine ganz fiese Karte. Aufmunternd. Dann nächste Mal wirft sie 4 Ratten ab, bewegt sich. Genau, das also. Alle kriegen eine weitere Machtkarte. Ja. Das sind die Angriffskarten. Ganz genau. Okay. Das heißt also, wenn wir am Ende der nächsten Runde viele von diesen Viechern auf dem Spielbrett haben, wird es ganz übel. Also, es würde sich empfehlen, in der nächsten Runde ein bisschen auf Rattenjagd zu gehen. Ja, so, apropos Ratten. Norden aktiviert als erstes, ne? Genau. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Dann die. Aktuell 1, 2, 3, 4, 5. Genau, dann geht sie in den Norden. Dann geht sie an 1, 2, 3, 4, 5. 4. Genau, das ist das, ne? Dahin. 1, 2, ja, die geht jetzt dahin. Dann die hat, die muss hier unten rumgehen, denke ich. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, leider. Da, und dann, ja, ist glaube ich immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durch, genau, also ich glaube, hier würde sie landen, oder? Ja, oder da oben kann auch Sinn machen. 3, 4, 5, also sie würde hier landen. Okay. Okay. Dann 2 gegen die Waldläuferin. Es sind leider 3 gegen. Ah, nee, 2. Du hast 2. Recht, genau. Die hat keine Kontaktfläche. Ja. Ja. Also, 2 gelbe, 2 weiße. So, Frechheit. So, also die habe ich ja leider noch nicht auf der Hand. Das bedeutet, ich kann leider nur diese Karte spielen. Dann bist du bei 3. Boah, das ist aber ganz böse. Nichts. 2, 4. 5. Puh. Puh, aber langsam wird es ja auch tight. Ja, ja. Das soll sich auch sein beim Bosskampf. Dann 2, weil Norden. Genau. Ne, vor, 2 auf den Exilanten. Genau. Auf den Exilanten. Genau. Der wehrt sich mit 4. Ich, ne, komm, ich warte noch. Ja, ja, 4 okay. Ist gut. Nix. 2, 3, 4. 4.
Einer gegen die Bären. Ich kann ohnehin fast nichts mehr reinwerfen. Ich hab die falsch abgelegt gerade, die hier. So, das heißt, mache ich auch nicht. Ist auch nicht nötig, denke ich. 2, 5. Konntest nichts spielen, ja? Und du hättest ja nichts gebracht an der Stelle. Ja, ich habe Rüstungsklasse 3, aber dann ist das einer, dann bin ich auf die 2 runter. Puh. Der Priester muss uns noch ein bisschen helfen, genau. Ja, genau. Ich weiß, was der nächste Runde macht. Und kriegt jetzt erstmal auch auf die Fresse. Genau. Okay, der hat auch keinen Haltung. Okay. Nee, der wehrt sich auch mit 4. Schuppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Immerhin. Ja, doch einen Lebenspunkt. Einen Lebenspunkt. Das ist ein Biest, ne? Verdammte Broodmother. Ja, also gerade ist eher ihre Brut das Problem. So, aufräumen. Ja, wir sind dran. Wir haben ihre nächste schon aufgedeckt. Dann kriegen wir wieder ganz viele neue Handkarten. Ja, genau. Wir refreshen alles. So. Puh. Okay. Ja. So oder so, wir müssen sie jetzt aber auch langsam mal erledigen. Ja, wäre schon gut. Wäre schon gut. Habe ich... Nee, habe ich eben nicht gespielt. Okay, ich hätte also noch ein... Also ich kann mit dem Exile eine dritte Aktion machen, weil ich den Battleflow-Token noch habe. Mhm. Und ich könnte auch wieder den Area-Damage benutzen. Das heißt, ich könnte jetzt gerade 2 erwischen. An 3 komme ich leider nicht dran, aber das könnt ihr schon mal machen. Also der kann schon mal 2 mitnehmen. Ja, dann? Ja, sollen wir das mal versuchen? Mhm. Beziehungsweise, ich würde vielleicht tatsächlich... Oh, der kostet aber echt viel. Mein einer Flächenangriff ist auch echt kacke teuer. Das ist wirklich nicht meine Spezialisierung. Du kannst hin, sonst, ich meine, für dich bietet sich das genauso an. Du kannst auch 2 erwischen. Ja, ich habe einen, wo ich sogar die Brutmutter auch genau. 2 erwischen würde. Aber danach kann ich... danach kann ich nochmal einmal angreifen. Soll ich einfach anfangen? Cool. Machen, handeln wir da schnell ab. Dann ist das einmal der Hieb. Der Flächenangriff, da habe ich 3 vor mir, das sind 2 kleine Ratten, okay, einmal die Brutmutter. Mhm. Und ich kriege, wieder Würfel nehmen, am besten nicht den gelben, und ich nehme 2 weiße. Okay, ein paar. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 2 davon kritisch, 7. Das heißt, du hast ja auch Spezialfähigkeit auf deiner Waffe. War da nicht auch was mit Critical? Ja, aber die muss ich dafür spielen, ne? Ja, die muss dafür spielen. Also dann ist sie quasi im Battleflow. Dann geht sie auf die aber 1. Oder heißt das Symbol hier, dass sie Battleflow nicht auslöst oder dass sie durch Battleflow nicht bewegt wird? Das bedeutet, dass sie keinen Battleflow auslöst. Aber dass sie durch ihn bewegt wird. Das heißt, ich kriege sie wieder auf die Hand. Gut, das war eine wichtige Frage. Das heißt, ich darf noch 2 Würfel nachholen. Yes, yes. Beide zeigen gar nichts. Okay, gut. Schicksal. Aber 5, 6, 7, die beiden kleinen sind auf jeden Fall weg und genau. Sie nimmt vorne an der Schnauze 3 Schaden. Das ist doch schon mal was. Gut. Und Moment, wenn die Schnauze weg ist, kann sie nicht mehr zubeißen, oder? Das stimmt. Wenn die Schnauze weg ist, dann ziehen wir eine rote Mightcard weniger. Ja, dann. Hau ich nochmal drauf. Allerdings muss ich dafür auch so einen Frontangriff machen. Ne? Aber das sehen wir dann auf der Karte. Das wäre hier tatsächlich nicht der Fall. Aber lohnt sich schon, den Kopf abzuhacken. Ja, ich hack auf ihren Kopf ein mit Herausfordern. Das geht auf die 3. Das fließt dann rüber in die 2. Das eben hat 4 gekostet. Und dann gebe ich hier nochmal 2 aus. Und mache einen weiteren Angriff. Gut. Könnte es eine weitere Location geben? Okay, hast du einen Reroll? Nee. Damn. Das war nix. Schade, aber du bekommst einen neuen Token, die Termination Rule. Welche ist das? Ich kann einen aussuchen. Genau, kannst du den Reroll nehmen oder den Empowerment Token. Den Empowerment. Gut, dann war's das für die Bären. Gut, das war schon mal nicht so schlecht. Dann würde ich eben den Priester spielen, damit er heilen kann. Okay. Bam, 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 bam. Egal, wen der erwischt, es lohnt sich. Ja. Also, er kriegt auf jeden Fall automatisch einen drauf, ne? Und dann heile ich die Bärin. Ganz eigennützig. Cool, oder sollte ich deine... Nee, die ist außer Reichweite, in deine Waldläuferin. Ja, mach ruhig. Okay. Ich muss gegen 4 würfeln. Gut. Risiko. Ei, ei,
Mist. Ja, das ist daneben gegangen. Und Schade. Dann ist eine zweite Aktion. Du hast auf der anderen Seite, glaube ich, noch eine Heilaktion, wenn du wolltest. Ja, das heißt, ich kann wenden? Genau, du kannst wenden. Dann machen wir das Gleiche nochmal. Let's do it. Let's do it. Sehr okay. Schön. 2, 3, 4. Den darfst du neu werfen, ne? Den, ja. Also plus 4 insgesamt. Das ist genau die Grenze, die ich würfeln muss. Das heißt, ich kriege keinen Lebenspunkt dazu. Ich habe die gesamte Aktion von ihm vergeudet. Ich hätte einfach draufhauen sollen. Was bist du für ein mieser Heiler? Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Beziehungsweise, also, ich bin ein mieses Würfelglück. Ich hätte Karten ziehen sollen. Okay. Ja. Next round. Du bist dran. Ja, falls wir noch leben, nächste Runde. So, wir haben... Aber wir dann haben ist wenigstens diese peinliche Vorstellung vom... Nicht tötet sie den Priester, der kann in den Schimpf und Schande vom Brett gehen. Mit Schimpf und Schande? Ja. Also wir wollen die Ratten ja loswerden. Das habe ich nicht überhaupt. Ach so, wir sollen die Ratten loswerden. Warum sagt mir das keiner? Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das natürlich viel besser gemacht. Ja, weil sie wird ja auch nicht mehr angreifen. Sie wird nicht angreifen, aber sie spuckt gleich 4 Ratten aus und die machen extra Schaden. No pressure. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir einfach mal alles loswerden würden. Ich habe schon 2. Ich werde den Ricochet spielen. Das ist der Querschläger. Mhm. Und der kostet mich 4. Oder macht es mehr? Den Multishot habe ich ja nicht mehr. Was ist eigentlich mit meiner Rüstungskarte? Kann ich die auch spielen, um nochmal extra Rüstung zu bekommen? Leider nein. Da? Genau, da unten die Rüstung, das, die 3, die da steht, das sind die 3, die hier liegen. Aber es gibt Rüstung mit Spezialfähigkeiten, aber noch nicht auf Level 1. Und zumindest das im Starting-Item nicht. So, also ich spiele den Querschläger, der kostet nämlich 4. Da kann ich ein Ziel angreifen und ein weiteres Ziel, das 4 in Reichweite des ersten Ziels ist. Mhm. Und dann nehme ich jetzt einfach mal die und die Ratte. Mhm. Ja, einmal gelb. Und so, und den Schaden muss ich allerdings verteilen. Komm. Risiko. Das ist diese Runde bisher so gut gelaufen mit dem Risiko. Ja, ähnlich gut wie jetzt. Hast du noch einen Reroll, Thompson? Reroll. Ja. Besser. 3, 4, 5, 6. Das heißt, sie sind beide tot. Ja. Gut. So, das war meine erste Aktion. So, und jetzt kann ich noch einen Quickshot machen. Kostet mich nur 1, könnte ich denn, und dann kann ich. Ja, hast du immer noch eine Menge Energie übrig. Animus, Entschuldigung. Komme ich in 1, 2, 3, 4, da komme ich leider. Ne, ich spiele den Quickshot, der kostet mich 1, der geht auf Location 2. Damit kann ich wieder nur einen Minion angreifen, aber sei es drum. Dann greife ich die obere Ratte an. Jawohl. 2, 4, mehr 5, als genug. Locker. Das ist auch getan. Und jetzt habe ich nochmal 3. Da komme ich leider nicht dran. Komm, ich spiele noch einer. Die kostet mich. Ah, den einen hast du eben. Hast du schon. Ich habe nur falsch rum gesehen, gerade links, rechts. Die Attacke kostet mich 2. Die geht auf die 3. Rangerin hat noch den Angriff vor sich. Ne? Ich stelle genau. Dann versucht die eine Ratte zu erledigen, was geglückt auch ist. Problemlos. Das heißt, wir haben noch eine Ratte auf dem Feld und jetzt kommt die neue. Genau, und jetzt kommt ja der Exile noch. Und vielleicht versuche ich in einem direkt eine Location rauszuholen, weil wir wollen das Spiel ein wenig nach vorne bringen, nicht wahr? Ja. Also gehe ich erstmal 4 Felder. Genau. Wohin? In ihrer Flamme. Da komme ich leider nicht dran. Genau, so einfach. Ja, das sieht gut aus. Da kannst du ihren Kopf auf jeden Fall erwischen. Da kann ich ihren Kopf erwischen. Genau, den Kopf. Weißt du was? Ich versuche es jetzt erstmal mit. Ich werde. Weißt du was? Ich benutze den Battleflow Token als zusätzliche Aktion, mache einen Standardangriff. Damit habe ich danach immer noch einen Animus übrig, falls es daneben geht.
Komm, dann nehme ich auch einen Empowerment-Token. Jupp. Dann nehmen wir mir einen gelben und einen roten. Und noch einen gelben. Und ja, noch einen weißen. Hat der tatsächlich keinen Reroll mehr. Keinen Machtmarker. Ja, komm, dann mach ich so. Bitte, bitte! Nix war das. Nun gut. Ah, du hast nicht nur, dass ich den wieder zurückbekomme. Nein, ich darf ja noch einen nehmen zum Trost. Dann nehme ich diesmal einen Reroll-Token. Das ist ja nett. Das Spiel kommt an und sagt, oh. Gut, das war meine Standardattacke. Dann werde ich jetzt den zweiten benutzen für eine normale Attacke und mache das gleiche nochmal. Also, der geht zurück. Mhm. Und werfe jetzt. Jetzt traue ich mich sogar mit einem mehr. 1, 2, 3, 4, das sind 5, 6. Das sind 3 Schaden. Das reicht schon, Kopf, ja. Kopf abgehackt. So, Jetzt hat sie... Nein, sie hat erst 2 Würfe, 3 Würfe verloren. Beim vierten geht sie in die nächste Phase. Aber es gibt eine Reaktion. Das heißt, das da verliert seine Wirkung. Ne? Das und die Ratten müssen uns keine Sorgen mehr machen. Sie wird einen Burst machen. Okay. Auch nicht voll geil. Sie spuckt wieder 3 Ratten aus. Genau, jetzt bewegt sie sich 3 nach Nordwesten. Und schiebt uns alle mal schön zur Seite. Genau. 1, 2, 3. Genau. Dann lässt sie die Ratte, die am nächsten an einem Altgeschworenen steht, explodieren. Genau. Beim Sterben erzeugt es ein... Ah, die hattest du schon bereitgelegt. Genau. Eine Giftwolke. Genau, also das Ding hier, die Ratte geht drauf. Und dann werde ich sofort angegriffen und bei jeder... Am Anfang jeder Runde ist es quasi wie ein Angriff. Das heißt, da muss der Priester so schnell wie möglich von runter. Ja, also kriegt er erstmal... Oder sollen wir für sie würfeln? Dürfen wir für sie auch würfeln oder ziehen wir für sie immer? Also rein theoretisch kann man auch würfeln für sie. Das Spiel empfiehlt es, mit Karten zu machen, aber es ist, wie wir Bock haben. Warte, dann mischen wir jetzt mal den Guten wieder rein. Gilt. Der Priester, der sieht gefährlich da aus an der Stelle. Ja, ich glaube, der ist gleich weg. Der einzige Heiler. aber er war kein guter Heiler, jetzt sagen wir mal ehrlich. Ja, da waren zu wenig Gebete im Spiel. Ja, ich glaube, der ist einfach... abtrünnig. Warte, so 1, 2, 3. Okay. Ja, dem kann niemand helfen. Warte, sei gnädig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Er hat 4, 2, damit ist er tot. Ja, damit, und mein Mikrofon hat sich auch verabschiedet. No! Zu viel des Schreckens. Zack. So. Ja, man down. Ja, wie war das jetzt? Rückt jemand nach? Genau, jetzt haben wir, vielleicht hole ich das schnell. Ja. Einen Standard-Companion. Jim. Man at Arms. So, wir können auch King of Average nehmen. So, hier ist der Man at Arms. Mhm. So, der funktioniert quasi wie ein Companion. Und hat auch diese 2 Animus, die der bekommt. Und ich hole kurz eine Figur. So, und der beginnt am Spielfeldrand. Wir dürfen uns einen Rand aussuchen. Wie wäre es mit dem? So sei es. Ja, er kann sich bis zu 4 bewegen, dann kommt er an sie ran und sie hat noch linke Flanke und Po. Yes, das wird wahrscheinlich erst Anfang nächster Runde was bringen, genau. Wir sind ja in der Reaktion. Ja, das war ihre Reaktion. Genau, auf den Kopf. Dann kommt jetzt die Encounter-Phase. So, der ist leider, den hat es hingerafft. Mhm. So einen guten Priester. So, jetzt ziehen wir die nächste Stage-Card. Genau. Das ist jetzt tatsächlich ihre normale, ist schon wieder gepasst. Wunderbar. Moment, sie setzt jetzt ihre Ratten ins Gift ab. Macht denn das was? Das war auch eben eine letzte Aktion. Ne? Das heißt, jetzt kommt auch die Encounter-Phase. Ja, das genau. Meinte ich dann. Ja, du hast genau vollkommen recht. Ja, du machst alles richtig. So. Friendly Fire gibt es übrigens leider nicht. Das heißt, der Ratte macht es einfach mal nichts. Ja, wir können mit ihrem Gestank leben. Genau. Dann
3 nach Nordosten. Genau, schiebt uns wieder 1, durch die Gegend. 2, Nordosten macht wäre den der Baum Richtung. Kaputt. Da vorne wäre Nordosten. Oh, das reicht. Also es geht leider voll auf die Ortsform. Wow. Okay. 1. Na. 2, 3. Genau. Das ist gut, jetzt bin ich an der richtigen Flanke. Das sehr gut. Mir. Dann lässt sie wieder eine Ratte explodieren. Ich nehme mal an, die hier. Ja. Boom. Jetzt kriegt dein Exilant. Na, was kriegt der es ab? Eieieiei. Das ist aber ein fieses Feld, was sich hier gerade auftut. Ja, das kriegt der es ab, ne? Mhm. So, und den kann ich auch nicht hochschrauben. Das heißt, der bleibt auch bei seinen 4. Nix. 2. Nichts. 5. Ein Schaden. Na, er lebt noch. Machbar. Alles machbar. Okay. Oh, hätte ich eigentlich vorhin meinen Battleflow spielen können, um hier mehr Karten auf die Null zu schubsen? Das hättest du machen können, ja. Dann haben wir das doch einfach das gemacht. Das klingt total sinnvoll, ja. Also ich meine, klar. Okay. Gut. Und dann fängt wieder alles von vorne an, ne? Ja. Wir legen ihre nächste Karte aus, damit wir wissen, was passiert. Ganz genau. Das ist das Mal der Mutter. Das wird sie, sie setzt wieder Ratten frei, dann geht sie zur nächsten Ratte und frisst sie, um sich zu heilen. Das wollen wir eigentlich verhindern. Und dann geht sie auch noch hin und haut jemanden. Ne, da bin ich strikt dagegen. Ich meine, wenn wir es richtig Gas geben, ja, vielleicht schaffen wir es ja dann sogar, ja, sie runterzuholen. Ich würde mal sagen, wie wäre es, wenn ich dann mit Mama Bär anfange? Weil ich stehe an der Seite, wo sie noch die meisten Würfel sehr hat. Sehr schön. Und kann einfach schauen, wie viel ich runterhaue. Und dann können wir bei denen, die weniger Burst-Schaden machen. Let's do it. Weniger krasse Schaden. Okay. Go War Bear. Go War Bear. Okay. Hast du ein Empowerment-Talk oder irgendwas? Irgendwas, was ich habe einen Empowerment-Talk. Oh. Ja. Das geben wir direkt mal aus. Nicht so schlecht. Und Würfel, einen schwarzen Würfel, einen gelben Würfel. Mhm, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ah, ich habe keinen Reroll, dann muss ich vielleicht nur einen weißen. Okay. Du gehst auf die Flanke, ne? Okay, das ist der erste Angriff, okay. Das ist auch Frechheit! Du kriegst den Token zurück. Aber was habe ich überhaupt angegriffen? Oh. Das hätte ich vielleicht vorher auswählen sollen. Guter Punkt. Irgendwas Wertloses, würde ich sagen. Ah, da hast du 2, du hast recht. Ja, aber es ist kein Angriff. Oh, Frechheit. Wir können das alles natürlich zurückdrehen. Ich hab also eine Aktion durchgeführt, die gar nicht so sinnvoll ist, ne? Ja, dann habe ich für 3 wohl diesen Angriff gemacht, weil ich doof bin. Hm. Aber du bekommst nicht nur den Empowerment-Token zurück. Nein, du darfst dir noch einen weiteren aussuchen. Ja, ich nehme einen Reroll-Token. Sehr schön. Aus Gründen. Der Zweckmäßigkeit. Dann gebe ich meinen wilden Schrei aus. Mhm. Der macht plus 1 Schaden. Ja. Und wenn ich jetzt auch noch meine Axt spiele, macht das dann schon direkt? Oder wenn ich beide gleichzeitig spiele, löst das noch nicht den Schlachtenfluss aus? Die löst keinen Schlachtenfluss aus. Genau, und den kannst du auch spielen. Ich weiß nicht, was ist das für ein Effekt nochmal? Der macht 2 Würfel aus dem einen Critical. Genau, das kannst du spielen, wenn du gesehen hast, ob du einen Critical geworfen hast. Okay, das ist sehr gut. Okay, da, okay. Go. Sehr schön. Ich spiele meine Axt. 3, 4, 5, 6, 7. Und dann würfel ich noch 2 gelbe dazu. Nochmal 3. Jetzt haben wir 10 Damage. 10. Das sind 5 Schaden. Das sind 5 Schaden. Auf der Flanke. Das ist genau das, was wir wollen. Und plus 1 durch. Ja, dann sind es 11. Ja, das sind weiterhin 5 Schaden. Könnte noch ein Reroll auf irgendwas drauf machen. Aber was willst du rerollen? Ist alles zu gefährlich, ne? Ja, dann hat sie genau einen noch übrig. Aber das ist doch schon und so schlecht nicht. Wir haben ja noch, drei Charaktere. Jo, gut. Dann war das Mama Kriegsbär. Okay. So. Wann aktiviert er? Der könnte jetzt aktivieren. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Gut.
Das war alles, was er macht, diese Runde. Hallo, ich bin plötzlich aufgetaucht. Warum rennt diese Ratte vor mir weg? Okay. Hier, das dann sind deine beiden Charaktere dran? Okay. Wir haben am Hintern noch eins und an der Flanke noch eins. Das kriegen wir doch hin. So, was haben wir denn hier noch? Was kann ich? Achso, das kriege ich ja wieder. Den Long Shot. Thread the Needle. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Da kann ich nämlich einen beliebigen Hit-Location angreifen. Und wenn ich hinter ihr stehe, bekomme ich noch plus 3. Das fühlt sich relativ safe an. Dann würde ich sagen, dann spielen wir mal hier 1, 2, 3 auf die 2. Das heißt, ich habe 3 schon mal sicher. Wir spielen auf den Schwert. Ich brauche ja eigentlich nur 2 Schaden jetzt, um die Location abzutrennen. Und ich habe schon eine. Also ich darf eigentlich nur keinen. Ich muss nur irgendwas haben. Irgendwas. Komm. Yes! Sogar kritisch. Nochmal kritisch. Splatter. Also 6 und du hast ohnehin schon. Nochmal, also waren es 9. 9 insgesamt. Genau. Okay, welche Das war der Schwanz, genau, okay. den Schwanz abgehakt. Jetzt gibt es eine Reaktion und sie geht richtig in Phase 3, wo wir eh angekommen sind, wie ich gerade sehe. Mhm. Das heißt, was passiert jetzt? Acid Spit. Gut. Haben wir ja lange nicht mehr. Da, genau. Gut, nach Südosten. Genau. Schieb mich von der Pfütze. Schieb mich von der Schau. 2, 3. Und dann. Jetzt greift sie mit dem Maul an. Und zwar ein Ziel in Range 6. Aber ihr Maul ist ab. Genau. Das heißt, sie zieht eine Karte weniger, ne? Genau. Bin ich überhaupt noch in Range? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganz klar, ja, das bin ich. Also zwei Route. Eine Route. Eine Route, 3 genau. Gelbe. So, ich baue nicht mehr so. 2 gelbe ziehen. Hier, lass mal schauen, ob ich. Also es wird schon knapp hier. Das wird knapp, ja. Ich muss den Longshot jetzt quasi spielen, um. Jetzt habe ich gerade mal 3. Kann darüber nichts machen. Das ist fies. Okay. Herr der Karte. Ja, eigentlich gesagt, ich sollte nicht mischen, aber jetzt gucken wir mal. Es ist eine 3. 4. Ja. 7. Das habe ich noch ein Leben. Noch stehst du. Jetzt macht sie noch eine toxische. Center. Und dann kriegst du direkt noch einen Angriff. Oh nein. Was ist das für eine Frechheit? Jetzt hast du hast noch einen Lebenspunkt. Ich glaube, der ist dann jetzt auch weg. Und da kannst du noch was reinwerfen. Fuck. Mhm. Nichts. 1, 3. 5. Ja. Waldläuferin ist weg. Verdammt! So, da kommt der nächste Companion. Wer kommt jetzt? Das ist nochmal ein Man in Arms. Ich meine, was für ein faules Schweinchen, dass die irgendwo außerhalb von diesem Kampf warten. Nein, noch nicht. Noch nicht. Lassen wir es spannend. So, holen wir diesmal eine Woman at Arms rein. Mhm. Und ich würde sagen, holen wir sie hier rein, oder? Ja. Und die legen wir hier hin. So, der hat auch übrigens 6 Jim. Und die ist ja jetzt tot, die können wir quasi plündern. Okay, jetzt müssen wir sagen. Kommen die nach dem Kampf wieder oder sind die dann für die Kampagne? Das kommt auf den Schwierigkeitsgrad an. Wenn man auf Grim Dark quasi spielt, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, dann sind sie, wenn sie tot sind, tot. Ansonsten sind sie nur ausgenockt. Und kommt mit einer Injury Card dann im nächsten Kapitel zurück. Okay, komm, sie hat noch einen Lebenspunkt in der linken Flanke. Genau, und der Exile ist noch dran. Mhm. Der Exile kriegt aber jetzt auch einen Angriff, weil ich ja Pfütze stehe. Ach so, wenn er startet? Ich dachte erst in der Encounter-Phase. Weiß ich gerade gar nicht so genau, da könntest hier steht du recht haben. Sofort, wenn sie aufgebaut wird und erst dann in der Begegnungsphase, also wenn sie aktiviert. Okay, ich glaube, das so soll es sein. So habe ich die Regeln gelesen. So, es ist noch ein Wurf da. Also quasi, also jetzt muss es quasi flutschen. Ja. Ich bin ja schon angrenzend, das gefällt mir. Das und heißt, weil alle anderen Zonen weg sind, geht das dann jetzt automatisch auf die Ganz Einigung. Genau. Okay. Das heißt, ich mache einfach nur eine normale Standardattacke, würde ich sagen. Ja. Schade, Priest. So, und das mache ich mit einer Empowerment
Token. Ich muss ja nur zwei Damage machen, ne? Ja. Ich muss ja nur zwei. Stimmt, ich habe meinen. Das heißt, eigentlich brauche ich den Empowerment-Token gar nicht. Ja, doch, mach zur Sicherheit. Na, gut. Mach einen roten und einen gelben und oder so. Und hau mich die Scheiße. Du hast doch noch einen Reroll, also so schief kann es doch gar nicht gehen. Eigentlich nicht, ne? Komm, ich mach den weißen noch. Oder? Hm. Ja. 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 So, letzter Wurf des Spiels. Oder ihre Ätze laufen dann auch weg, wenn der Boss tot ist? Wenn der Boss tot ist, dann haben wir es geschafft, ja. Excellent. Dann haben die quasi, fühlen sich nicht mehr so ganz safe ohne die Brutmother. So, komm. Yes! Die 4 explodiert sogar noch. 4, 5, 6. Passt, reicht. Brutmutter tot. Auf den letzten Metern. Ja. Wir haben es geschafft. Ja, Gratulation. Ja, ebenso. Kommt jetzt noch ein Erzähltext? Ja, genau, es gibt einen Epilog. Dafür könnte ich einfach den Epilog holen. Ja, wir können ihn auch einfach vorlesen aus dem Buch. Ja, oder so. Falls das draußen ist. Selbstverständlich, das Storybook. Wobei ich tatsächlich jetzt auf die Schnelle die Seite nicht finden würde. Deswegen, ach so. Deswegen machen wir doch einfach. Deswegen lieber mit App. Alright. Bauen wir um. Naja, wir haben Mama Ratte getötet. Yay. Und jetzt lassen wir uns noch den Abschiedstext vorlesen. Genau. Und finden raus, was passiert. So. Aber sie hat ganz schön gewütet. Sie hat Bäume umgerannt, sie hat uns umgerannt. Ja. Sie hat Ratten explodieren lassen. Zwei unserer Helden sind umgekippt. Okay. Ja, genau. Wir müssen uns erst die Instructions anschauen. Das wussten wir ja. So. With the screeching finally silenced, the mass of rotted fur lies still. Taking no chances, you hack off the Broodmother's head and burn the body. The Deepwood may snuff out the flames, but it will at least consume this corruption. In the den, you find several items of value. When you arrive back at Bastogne, you are met by a squad of guards. A Lord Davenish heard of your foray into the Deepwood. Have you found the beast? Says the sergeant. You raise the severed head of the Broodmother to the guard's face. The men recoil. Well, well done. I've been instructed to give you this iron and payment, and to tell you, the Lord Davenish would meet you tomorrow morning. He's paid for your lodgings at the Broken Oak Inn during your stay. I would suggest retiring there now, as his lordship will not suffer tardiness tomorrow. You hand the guard the head and take the iron. Tada! Unsere Anweisungen. Ich möchte gerne wissen, was wir bekommen würden. Genau, wir bekommen. Alle bekommen zwei Eisen jeweils. Genau. Dafür kann man einen Straßenjungen für einen Tag bezahlen. Genau. Oder neue Ausrüstung kaufen. Dann gibt es Stufe. Aufleveln, looten, genau. Also jetzt bekommen wir quasi Items, unique Items. Wir können der Ratte, den haben den Schwanz abgeschnitten, die kriegen wir als Peitsche. Ach, echt? Ja. Ich weiß nicht, wie gut ich das finde. Okay. Tada! Ja. Wir haben es geschafft. Und das ist Chapter 1. Das war also ein Kapitel von 21? Eins von 21, ja. Eins von 21, okay. Ja, das ist einiges an Playtime drin. Ja, ja. Also mein erster Eindruck ist, also der Tonfall ist halt fast schon Standard geworden, dieser leicht lakonisch grimdark Erzähltext. Aber ich muss sagen, beim Kampf, der Flow, der hat mir ganz gut gefallen. Ja, freut mich. Also, wir werden natürlich es uns doch genauer anschauen für ein endgültiges Urteil, aber ja, der erste Eindruck ist schon mal positiv vom Kampfspiel her. Es ist nicht ganz so viele Entscheidungen wie zum Beispiel ein Gloomhaven, dankeschön, was bei vielen Leuten, mit denen ich schon gespielt habe, zu einer Analysis Paralysis geführt hat. Also, ich weiß nicht. Ja. Nee, also hier kann man zumindest immer irgendetwas tun und die Wahl ist ausreichend begrenzt. Mal gucken. Vielen Dank auf jeden Fall für die Präsentation. Das war mir eine Freude. Das ist auf jeden Fall auch die angenehmste Art und Weise, Regeln zu lernen, einfach im Spiel. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Und ja, wir hatten zwischendurch kurz schon darüber unterhalten, dass es ein weiteres Crowdfunding geben wird für eine Neuauflage. Das ist auch die beste Chance, dran zu kommen, weil es ja nur einen leichten Überschuss gibt an Sachen, die irgendwann genau, sind. Genau, wir werden in Q4 zurückkommen auf Kickstarter. Wir haben uns noch auf kein genaues Datum committed.
Und dann kann man das Spiel wieder unterstützen und erste sein ist zu bekommen. Das Spiel gibt es in drei verschiedenen Pledge-Größen, also das Base Game mit den Standees, dann die Core Experience mit den ganzen Miniaturen und das All-In hat dann auch die Armory und das Terrain dazu. Und das ist, wird die zweite Auflage sein, das heißt, das Spiel ist ja komplett fertig entwickelt. Mhm. Das heißt, da muss man jetzt nicht Jahre wieder darauf warten, bis der Kickstarter ausgeliefert wird, sondern nächstes Jahr werden wir das produzieren und ausliefern. Das heißt, da sind, wenn dann nur Errata oder sowas. Genau, also Errata. Exakt, genau. Genau, wir werden auch zwei, drei kleine Sachen zusätzlich anbieten, allerdings nichts, was das Gameplay beeinflusst, sondern eher aufwertet. Ja. Okay. Also ja. Nette Bonus-Sachen einfach. Genau. Hübscher oder schneller zu machen. Okay. Ja. Gut. Ich denke mal, wir werden das vielleicht noch ein, zwei Mal auch im Stream zeigen. Mal schauen, wann das alles irgendwo in den Tagesplan passt. Erneut, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank in Abwesenheit an Ralf, der uns seinen Laden zur Verfügung gestellt hat, um das Test zu spielen. Und ich denke, ihr habt jetzt auch einen recht guten Eindruck davon bekommen, wie das funktioniert, wie lang so das erste Kapitel ist. Ich kann mir vorstellen, dass spätere Kapitel dann wahrscheinlich auch länger sind, einfach weil die Kämpfe schon auf einem höheren Level stattfinden. Die Playtime, würde ich sagen, ist relativ ähnlich. Okay. Beim ersten Mal hat man natürlich die Regeln, durch die man noch durch muss. Ja. Und also, wenn man so ein bisschen im Flow ist, gehen natürlich Abläufe schneller. Aber so grob ist es ähnlich angelegt. Dann habe ich noch eine Frage. Am Anfang haben wir hier gesagt Pfad A oder Pfad B. Das genau. Heißt, es gibt unterschiedliche Stories, die man spielen kann? Ganz genau. Also jedes Kapitel hat unterschiedliche Story-Stränge. Mhm. Es gibt so zwei Hauptstränge immer, die dann wirklich sehr unterschiedlich sich auch durchspielen. Allerdings sind wir jetzt in unserem Flow nicht von A auf B gewechselt. Ja. Das wäre getriggert worden an anderen Locations. Ist es dann, also ich meine, es klingt ja so, als wäre es dann sogar relativ einfach machbar, weitere Kapitel, weitere Stories zu schreiben. Ist das etwas, wo du weißt, ob das in Planung ist? Also das ist ein Feature-Complete-Spiel, das heißt, es ist fertig entwickelt. Das heißt, diese Story wird sich auch innerhalb dieses ersten Spiels nicht mehr ausdehnen. In der Welt von Oathsworn sind auf jeden Fall weitere Spiele geplant, also in den nächsten Jahren. Also die grundsätzlichen Geschehnisse in der Welt werden sich weiterentwickeln, aber das Spiel findet in seiner Story einen Abschluss. Okay, ja. Gut. Ich habe keine Fragen mehr. War ein schöner Tag. Danke. Vielen lieben Dank.